So, jetzt sind wir in Waldstätten. So, hier erster Flug mit meinem neuen Akku-Paraglider in Waldstätten. Genau, vielleicht kann ich hier ein bisschen hangsohren. Das habe ich jetzt mit dem noch gar nicht gemacht, wie die Sogging-Eigenschaften sind, die Steigeigenschaften. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Alles zu. Da. Rettergriff frei. So, links ausdrehen. Und dann schauen wir mal, wie sich's anfühlt. Oh, und auch geht die Hilfe. Piepst schon. Okay, machen wir mal eine Kurve. Ich glaube, das war's jetzt. Oh. Ja, das war's. Jetzt gehen wir mal landen. Aber es ist coole Eigenschaften hat der Schirm. Geile. Oh, macht der Laune. Ja, er hat schon Eigenschaften. Man merkt schon, er will steigen. Ja. Er zieht schon ja, rein. Er will schon rein in die Thermik ziehen. Wenn man es nicht gewohnt wäre, also ich bin ja die dynamischen Schirme gewohnt, dann wird man sagen, okay, oh. Gerade beim Landen, er ist ein bisschen unruhig oder will, aber das sind einfach dynamische Schirme. Aber man kann ihn wirklich sehr gut abfangen, muss man sagen, gerade bei dem Auspendeln, gerade beim Landen. Da hat er echt geile Eigenschaften, muss man sagen. Ja? Also er stallt auch genial, wenn man mal ein bisschen dynamischer landen kann, das, vom Akku-Paraglider. Aber es ist wirklich... Macht super Laune. Natürlich hat er nicht die Steigeigenschaften wie mein Hockleister. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn es hier, jetzt heute vielleicht nicht, aber wenn es hier stärker ist, dass man da durchaus Höhe gewinnen kann hier. Aber es geht jetzt erstmal ein bisschen, ja, so Hangsogging-Eigenschaften, Aufwind, ja, finden. Klar, natürlich weiß ich, wo der Aufwind hier hochsteigt, aber einfach wie er reagiert bei Aufwind, wenn man, ja, wenn ein bisschen Steigen hat. Und genau darum geht es jetzt. Der Wind ist heute perfekt, also auf jeden Fall, so wie ich es jetzt vorhersage, der ganze Tag fliegbar und nicht so stark. Das war auch ja, jetzt nicht unrecht, vor allem wenn man jetzt mit dem neuen Schirm, mit dem neuen Gebiet und genau, und hier natürlich klar, man braucht jetzt nicht so bockige Bedingungen, sondern ist mal ganz, ganz gut, wenn es ja, wenn's so wie jetzt ist. Also so mittendrin, man kann schön hochsteigen lassen, der Schirm. Man hat auch gemerkt, jetzt kommt ein bisschen Sonne raus, man hat auch gemerkt, dass er beim Hochsteigen, muss man sagen, er braucht ein bisschen, ich habe es schon zugeben, aber bis er so in den Wind rein geht, hat man gesehen, dadurch, dass er schwerer ist, braucht er etwas, man muss Geduld haben beim Hochziehen und bis der Schirm sauber über einem steht. Und dann denke ich, dann kann es auf jeden Fall ja, losgehen. Also es war ein super Start, super weicher Start, muss man sagen. Konnte danach, also ich habe erst die Bremsschlaufen hier gehabt beim Starten, das ist mir lieber. Und konnte danach durch Doppelbeine nähen, konnte ich nachher die Brake Handles greifen. Und das muss man einfach kurz umgreifen. Und dann sind die Schlaufen lose. Also so habe ich die Technik jetzt am besten empfunden, muss ich sagen. Also erst beim Starten hier rein und nachher dann umgreifen
Und dann kann man auch mal in die Leine reingreifen, wenn irgendwie stabile Leine ist, man nicht gefangen sozusagen in der Bremsschlaufe und hat diese Brake Handles hier, die Akku-Brake Handles hier in der Hand, genau. Und die Bremsschlaufe ist locker, genau. Ja, dann schauen wir mal, gell? Also, ja. Also, ich werde auf jeden Fall heute ein bisschen ausnutzen. Klar, bin extra hergefahren. Und also es ist wirklich ja, genial heute. Jetzt ist jetzt hier der untere Landeplatz, klar, ich werde ein bisschen spielen. Das ist super hier, Kurventechnik trainieren, Steigeigenschaften. Jetzt nicht übertreiben mit Bodennähe vor allem. Die Kurven eher weiter oben dann. Und ja, also super, muss man echt sagen. Ja. Also, gell. Okay.